Ei, gute wie, grüß euch. Hofbergmann 1.5, natürlich immer noch. Und der LS22. Ja, und es geht doch so langsam voran hier. Ein gutes Stück der Ballen sind schon weg. Also ein paar liegen hier noch, aber jede Fahrt deutlich weniger. Und der erste Lager ist schon voll hier. Zweite Lager haben wir jetzt, die unterste Schicht müsste bald auch schon voll sein. Oder zumindest die hinterste unterste. Das wird ja dann erstmal hinten noch fertig aufgestapelt, bevor es an die vordere geht. Ja, das hat noch gepasst. Ich meine, jetzt die nächsten müssten, glaube ich, oben drauf gehen. So, ja. Gut was zu tun hier. Mann, es wird nicht langweilig. Und ja, wir sehen es, 17 Uhr gleich in-game. Also zumindest eine der beiden Wiesen, gehe ich mal von aus, bekomme ich auch noch gestriegelt. Beide Wiesen im April wird es jetzt auch nicht so ewig lang hell sein. Ich glaube, die hier, vielleicht kann ich sie noch anfangen, aber die bekomme ich nicht mehr ganz fertig. Die werden wir dann im April 2 fertig machen müssen. Aber ist ja dann auch alles, was im April 2 noch ansteht. Ansonsten wäre dann, ja, ich gegebenenfalls, ich denke mal im April 2, dass man da wieder ein bisschen Grillhähnchenfleisch macht, ja. Das würde sich noch anbieten. Und ansonsten dann halt, ja, wäre ja sowieso nur noch Missionen angesagt. Also von dem her kann da ja ruhig ein bisschen Arbeit übrig bleiben. Je nachdem, wie ich mich jetzt dann tatsächlich entscheide, ob ich die Kirschen dünge oder ob ich es sein lasse. Das ist dann halt noch die Frage. Da könnte man dann natürlich jetzt die erste Düngung dann machen. Aber ja, ich bin mir irgendwie nicht so ganz schlüssig, ob das wirklich so viel bringt, ob das so einen großen Unterschied macht. Und als ich euch gefragt habe, kam ja keine Antwort. Also von euch spielt entweder keiner die Map oder wenn er sie spielt, spielt er sie nicht mit Kirschen. Es konnte keiner eine Antwort geben. Habe ich mich ja in der letzten Folge schon drüber beschwert. Brauchen wir ja nicht nochmal kurz hier, oder nicht mehr als nur kurz erwähnen. Falls ihr nicht genau wisst, wovon ich rede, schaut euch die letzte Folge an. So, komm, ich sammle mal den weg. Der steht da ein bisschen sonst ja im Weg rum. Dann nehmen wir hier einen dazu. Dann holen wir als nächstes die zwei Ballen. Wo es nochmal ein klein bisschen mehr wird, ist hier vorne die Ecke. Da stehen halt doch ein paar mehr an einem Häufchen. Hier. Das war, als ich hier das Vorgewende gemacht habe, habe ich die Ecke halt einfach sehr gern angefahren. Ich wusste ja auch nicht, ich hätte sie natürlich auch schon hier auf die Fläche draufstellen können, aber ich wusste ja nicht, wie viel Platz muss frei bleiben für die Lager. Deswegen habe ich dann halt hier erstmal nichts draufgestellt. So, aber es sind ja, man sieht ja da, das sind sehr kurze Wege, wenn wir an die dann rangehen. Hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, ich mache gerne immer die langen Wege zuerst. Und am Ende, wenn man dann so das Gefühl kriegt, die Arbeit will nicht fertig werden, es zieht sich alles so, dann hast du nur noch die kurzen Wege, es geht alles schneller und verfälscht so das Gefühl so ein bisschen. Und ja, mit dem System, da komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht bisher. So. Da. Ja, das war ein bisschen weit. So. Das Schöne ist, hier müssen wir sie auch gar nicht so krass sauber aufeinander stellen. Sie kommen ja eh ins Lager und werden dann dort natürlich ganz anders aufeinander gestellt wieder rausgegeben. Ich muss nur mal schauen, wie wir das dann machen, wenn ich die verlade.
Denn ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, er macht da sogar drei übereinander, die rausgehen, und ich bräuchte ja nur zwei übereinander. Da muss ich dann halt mal gucken. Aber ja, vorher müssen sie fertig gern. Davor brauchen wir uns ums Auslagern noch überhaupt keine Gedanken machen. Wir können es nachher ja mal testen, geben einfach noch mal, sagen wir mal, vier Stück aus und gucken, wie sie übereinander gestapelt sind, aber im Normalfall, denke ich, sollten wir uns da jetzt nicht die größten Gedanken drüber machen müssen. Das hat Zeit, bis dann fertig gegoren, bis es schöne Silage ist. Wir können ja mal gucken, wie ist denn momentan, ich meine, jetzt können wir eh noch nicht verkaufen, aber wie wäre denn im Moment der Silagepreis? Ach, gucke mal, also 520, der Toppreis 569 ist gar nicht so viel niedriger, aber Tendenz geht nach unten. Und die Silage, die angezeigt wird, das müsste ja das sein, was wir im Fermenter drin haben. Auch eine Idee wäre, wenn ich meinen neuen Ladewagen dann mal habe. Ich wollte mir da ja was anderes zulegen. Ich habe, by the way, den alten immer noch nicht verkauft. Muss ich auch mal machen. Aber dann wäre natürlich auch mal die Idee, dass wir vielleicht da auch mal das Fahrsilo am Hof dann mit Grassilage machen. Wir könnten es ja von dort dann wiederum mit Förderband aufnehmen, um es zum Beispiel zu verkaufen. Sodass wir für unser Futter dann wirklich weiterhin nur das aus dem Fermenter nehmen. Und das Silo ist dann halt, ja, einfach für uns zusätzlich. Das wäre ja tatsächlich eine Idee. Aber auch der Ladewagen, da brauche ich noch ein bisschen Geld. Das wird so leider Gottes noch nix. Nee. Aber wenn die ja jetzt relativ schnell hier schon bei 10%, so kurz nach dem Wickeln waren, dann müssten wir die ja spätestens im Juli verkaufen können. Mai, Juni, Juli, ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich eher sogar Juno. Müssen wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben, wie die Gärung weitergeht. Aber ich glaube, da kriegen wir relativ schnell hier fertige Ballen und die können wir dann wegballern. Ist auch hier, wenn wir uns das Lager angucken, halt. Das erste ist ja voll. Das sind 231.000 Liter. Halt mal ebenso. Und ey, jetzt haben wir schon welche mit 12%. Wir haben jetzt schon wenige Stunden nach dem Pressen. War schon 12%. Ich vermute, die können wir im Mai verkaufen. Ja, ist die Frage. Ich habe ja schön gesagt, das könnten die Ballen sein, mit denen wir uns dann die Kompostierungsanlage kaufen. Auf der anderen Seite wäre so ein Ladewagen wäre natürlich schon auch nicht schlecht. Gerade weil ich ja eben auf der anderen Wiese eigentlich nicht Ballen machen möchte. Aber da wieder den Ladewagen können es an den Hof fahren, und wenn wir es halt nicht für Heu oder Silage für die Viecher brauchen, hauen wir es ins Fahrsilo. Wenn ne, vorausgesetzt das Fahrsilo gärt dann auch in dem Tempo, wie wir das hier haben, wäre das ja überhaupt kein Problem. Dann hätten wir es ja bis zum nächsten Mal mähen wieder leer. 12% die ersten Ballen schon.
Also spätestens Juni, da Anfang Juni können wir verkaufen. Da gehen wir jetzt mal von aus, bis ja, bis Ende April 1 sind wir bei 25%. Dann müssten wir ja, es war ja schon mittags, wie wir die gepresst und gewickelt haben. Dann müssten wir ja im April 2 deutlich über die 50% drüber kommen. Also nee, ich gehe davon aus, Mai, der zweite Tag, dann sind sie auf jeden Fall fertig gegoren. Am ersten Tag je nach Uhrzeit. Dann halt noch nicht ganz. Wobei wir natürlich ja auch, wenn wir verkaufen, müssen wir von allen Ballen ausgehen. Also da müssen wir natürlich auch bedenken, dass ja nicht alle jetzt schon bei 12% waren. Ein paar waren noch ein bisschen niedriger. Aber es geht rasend schnell. Also es ist. Das verwundert mich gerade tatsächlich ein bisschen. Mit so schnell habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Weil ich auch das letzte Mal, da hatte ich es ja über Winter im Fahrsilo drin stehen und da war ich auch, als ich zwischendrin mal die Ballen geguckt hatte, erstaunt, dass die schon fertig gegoren waren, wo ich auch nicht mit gerechnet hatte. Aber jetzt hat man ja doch ein bisschen mehr ein Auge drauf und sieht, wie schnell das geht. Ja, krass. So, dann haben wir noch drei Ballen hier. Ja, das könnte ja hinkommen. Die letzte Tour ist auf jeden Fall nur ein Ballen. Ja, wir hatten ja eine ungerade Zahl. Und was das auf der Minimap ja am Anfang so viele rote Punkte und man dachte, passt das überhaupt? Ja, hier ins Lager sortiert, sieht es dann gar nicht mehr so viel aus. Da. Und ja, da hat der Lader auf jeden Fall auch wieder ein paar Stunden gekriegt. Ordentlich Kilometer, wenn wir gucken. Er hat jetzt gesamt 45 Kilometer. Davon bin ich 18,26 heute nur gefahren. Also kilometermäßig hat er heute auf jeden Fall richtig was drauf gekriegt. Aber das letzte Mal mit den Ballen hatten wir ja auch den Lader hier noch nicht. Das war noch mit dem Frontlader. Ich weiß gar nicht, habe ich mit dem Frontlader auch noch die Ballen verkauft? Oder war dann vom Fahrsilo auf den Anhänger, war da schon der Lader hier gewesen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Vielleicht wisst ihr das ja noch. Ansonsten, ja, war bisher noch nicht so viel, aber wenn ich jetzt häufiger den tatsächlich auch zum Füttern und so weiter nehmen sollte, dann kriegt er ja sowieso ratzfatz nicht nur Stunden, sondern auch ein paar Meter drauf. So, der letzte. Dann können wir ja hier auch. Wo war das hier, ne? Ort des Ballens anzeigen aus. Brauchen wir das nicht mehr? Wie gesagt, ich habe das immer gerne beim Einsammeln an, dass man auf der Minimap nochmal sieht, ah, da ist noch ein Punkt, da ist noch ein Ballen, da hast du was vergessen oder so. Oder auch gerade wenn die nicht stehend, sondern liegend sind und dann vielleicht mal einer ein bisschen so an den Rand wegrollt, irgendwo in einem Busch drin liegt, wo man nicht direkt sieht. Da ist die Anzeige doch schon Gold wert. So. Kann der Lader schon wieder heim? Ach, er hat ja gesagt, wir gucken noch mal, wie er die auslädt. So, sagen wir mal 4 Stück. Einmal auslagern. Ja, genau. Er macht immer 3 übereinander. Da muss ich dann halt mal gucken. Ja, die oberen 2, klar, die kann ich mir einfach nehmen. Und ob ich die unteren dann quasi wieder ins Lager reinschiebe und die neu ausgeben lasse.
Oder ob ich die dann versuche, irgendwie selber aufeinander zu stapeln, aufeinander zu setzen, so dass es auf dem Anhänger auch soweit noch gut funktioniert. Oh, schieben ist gar nicht so einfach hier. Sagt man so einfach, ja, da schiebe ich die da rein. Wobei, gut, es waren jetzt natürlich auch drei übereinander, war ein bisschen Gewicht, ja. Einzel geht dann doch besser. So, gut, aber dann haben wir das schon mal gewusst. Die kommen dreierweise raus. So. Spanngurte. Oh, der ist sogar ein bisschen weit schon vorgefahren. Da guckt das Profil schon ein bisschen durch die Bordwand durch. Ich könnte ja auch hier mal die Seitenbordwände könnte ich ja auch mal drauf machen. So. Dann Abidabi zum Hof. Können wir hier nochmal bei unseren gesetzten Bäumchen einen kurzen Blick beim Vorbeifahren werfen? Jetzt ist halt echt. Ich hatte gehofft, dass von euch jemand schreibt, ja, düngen auf jeden Fall, das bringt deutlich mehr Kirschen, oder nö, ich dünge nicht, das lohnt sich nicht wirklich. Aber ja, was mache ich jetzt mit denen? Frage, nächste Frage. Bäumchen sind noch da, sie sind noch alle klein. Wir warten aufs große Wachstum. Ja, hier auch mit der 1,5, diese Brücke hier neu, das ist der Bach, der runtergeht zur Ölmühle. Ach, es ist der Ölmühle. Ölmühle, da haben wir ja noch Kram zum Wegbringen. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt hier schon? Ach, das könnten wir aber doch. Das könnten wir eigentlich schnell machen. Hier schnell den Lader am Hof runter. Ja, dann fahren wir hier hinten rüber. Aber wobei, ja, ich hätte auch nach rechts fahren können. Wären wir auch hier unten auf den Weg gekommen. Ist egal. Hauptsache, wir kommen am Hof an. Ihr wisst ja, viele Wege und Rom. Den Anhänger hat's umgeworfen, aber mich nicht. Komm, der stellt sich wieder. Ja. Ja, gut. Ist natürlich so ein Lader da drauf. Ja. Muss man doch was vorsichtiger fahren. Aber immerhin den Traktor habe ich abgefangen bekommen, dass der sich nicht auch noch umlegt. Man muss manchmal ein bisschen Glück haben. Millisekunde später erst bemerkt, dass es kippt. Da haben wir nichts mehr abgefangen. So. Schön, schön, schön. Und dann mal gucken, ich habe ja gesagt, wir werden bei der Brauerei jetzt zukünftig nur noch Kisten abfüllen. Da könnte man ja theoretisch auch demnächst schon mal anfangen, Kisten abzufüllen. Ah, ich fahre da drüben hin. So, da dann schon wieder die ersten Ladungen machen. Hole ich mir noch ein paar Transportpaletten, dann kann ich die da auch auf als Palette quasi aufstapeln. So. Alles schön blitzeblank. Dann stellen wir der Gerät da vorne ab. Das brauchen wir nicht. Der Lader kann hier in seinen Schuppen.
Passt. Dann fahren wir nämlich schnell zur Ölmühle, werfen uns da die EBCs drauf und fahren die zur Abfüllanlage. Dann kann nämlich das Öl da schon mal schön in kleine Flaschen auf Palette drauf abgefüllt werden. So, das war das verkaufsbereit haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dort ein guter Preis ist, wann wir es am besten wegbringen, aber dass es schon mal verkaufsfertig ist, das wäre doch schon mal wichtig. Und ich muss eigentlich ja auch noch gucken bei der Haarmilchproduktion haben wir noch Haarmilchpaletten stehen. Die müssten wir ja auch noch wegnehmen. Da muss ich ja nur wieder gucken, dass ich mit dem Lader, da werde ich aber den kleinen Lader nehmen. Nehmen wir den kleinen Lader hier mit Palettengabel hier hinten auf den Anhänger, fahren damit dorthin. Das ist jetzt nur die Frage, der kleine Lader, kann ich dann vielleicht sogar das Auto nehmen oder nehmen? Ja, ich glaube, sicherheitshalber nehme ich trotzdem den Traktor. Es geht mit dem Auto, aber ja, man merkt halt bei kleineren Bodenwellen und so, dass er dann schnell mal vorne leicht aufschaukelt. Wenn du dann in eine Kurve fahren musst und deine lenkgebende Achse hat keinen Bodenkontakt mehr, dann fährst du halt einfach geradeaus weiter oder sonst wohin, weil der Anhänger einen dann noch seitlich wegschiebt oder so. Wo sind wir denn hier? Hier ist die Ausfahrt. So. Passt, passt. Gut, dann können wir ja den Anhänger gerade hier hinstellen, machen die Bordwände auf. So, wir brauchen nicht lang, können wir Motor laufen lassen. Wie viel waren es? Zwei Stück, ne? Ja, fast wären es drei geworden. Aber ja, da haben wir beim nächsten Mal ratzfatz die erste wieder zusammen. Gabelstellung dürfte soweit passen. Bisschen weiter. Ich glaube, so steht sie etwas mittiger drauf. Ah, sieht doch ganz gut aus. Schick, schick. Die zweite noch dazu. Darf stehen bleiben. Nur die hintere wollte ich noch ein bisschen schieben. So. Da hingen sie schon zusammen. So, und der Stapler, der darf dann sogar hier unters Dach. Der muss ja nicht hier draußen blöd rumstehen. Solange hier hinten nichts eingelagert ist, kann da ruhig mal das Stäpelchen drin stehen. Gut. Da. So, oh, doch ein bisschen weit geschoben. Das sah von der anderen Seite sah das doch gleichmäßiger oder mittiger aus. Naja.
Wird schon schief gehen. Und wenn nicht, dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Deswegen zu viel seitlicher Belastung, der Anhänger fünfmal umfällt. So. Da. Da einer. Eieieiei. Komm, die Folge ist schon lang genug. Jetzt lasst mich mal rausfahren hier. Wir wollen das doch noch wegbringen. Ach, die 82 ist eine 8,2. Das sind die Betriebsstunden. Grad gedacht, was ist denn da unten? Die 82 eigentlich. Da, das ist Drehzahl. Aber die Drehzahl auch nochmal digital dort. Ist ja auch blöd, so doppelt gemoppelt. Warum haben wir denn zweimal Drehzahlanzeige? Natürlich die Geschwindigkeit. Oh, Tank ist auch schon wieder halb leer. Oh, dürfte so ziemlich genau halb sein. Bin ich auch mal gespannt im 25er, ob man da dann deutlich mehr angezeigt bekommt. Ich meine, gut, hier Licht sieht man ja auch, ist oben bei der Anzeige. Hier geht das grüne Kontrolllämpchen an. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich Fernlicht anmache. Vorne drin haben wir nichts. Hier neben, da wäre eigentlich zumindest oben, das wäre Arbeitslicht und so. Nee, das übernimmt nichts. Ich glaube, hier unten haben wir irgendwie. Ah ja, hier. Seht ihr, da geht einer grün an und aus, das ist Arbeitslicht hinten. Ah nee, generell Arbeitslicht. Wenn ein Arbeitslicht an ist, ist die an. Und Rundumleuchte, da haben wir auch hier dabei. Da. Umleuchte mal wieder aus, aber bei Fernlicht geht auch vom Arbeitslicht die Leuchte an, okay? Also eine extra Fernlichtanzeige hat man jetzt nicht da. Wieder normales Licht an. So. Da. Hoffentlich hat er... Ja, hat noch offen. Wobei, ich glaube, der hat immer offen. Hier ist kein Schild mit Öffnungszeiten. So. Stellen wir uns mal hier so hin. Machen uns mal die Markierungen an. Ja, da sehen wir, hier müssen wir genau hinfahren. Also ich hätte jetzt auch mit dem Anhänger dahin. Aber wir haben einen Stapler hier stehen. Also warum das nicht in schön machen? Ach, ich habe die Spanngurte noch drauf, ne? Und wenn ich von der anderen Seite die runternehme, da sind sie ja eh so weit am Rand, geht es wahrscheinlich besser. So, was hier so alles rumsteht. Ah, da hinten, da ist ein bisschen Hofmann. Hofmann. Hofbergmann. Hofmann. Da ist ein bisschen Hofmann. Ein bisschen Hofbergmann-Bier. So.
Naja. Oh, hat er? Bin ich doch zu nah dran vorbeigefahren? Hat er ein bisschen schon ausgeladen? Der ist ja gar nicht voll, der IBC. Ich glaube, der hatte schon ein bisschen ausgeladen. War ich doch zu nah dran vorbeigefahren. Wow, Lemmy sagt auch mal Hallo. Dann dürfen jetzt alle, die die Folge bis hierhin geguckt haben, Hallo Lemmy in den Chat schreiben. Da dürft dann mal zurückgrüßen. Der Lemmy. Mal gucken, wer dir ja alles Grüße zurückschickt. So, gut, gut. Da. Und ja, dann gehen wir hier Servus. hin. Servus. Ich habe dir da ja gerade so ein bisschen Pflanzenöl gebracht. Das könntest du mal in Pflanzenölpaletten. Danke. So, leg doch los. Der erste Liter ist schon fertig. Und dann schauen wir mal. Denke mal, ja, nächste Folge vielleicht, je nachdem. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wirklich. Aber ja, doch die erste Wiese fange ich, glaube ich, mit Striegeln noch an. Rar. Der erzählt schon wieder Geschichten hier, Wahnsinn. Du musst lauter, ich glaube, das Mikrofon hört dich sonst noch nicht ganz. Gut. Ich gehe mal gucken, was er will, ob er nur schmusen will oder ob er was anderes hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin auf jeden Fall alles Gute, bleibt mir gesund und ciao, ciao.